Hallo Leute und willkommen zum 13. Partner Poyatot War, The Great War. Letztes Mal haben wir mal wieder die Franzosen zum Fliehen gebracht, also langsam wird es schon fast langweilig. Belgien hat sich wieder befreit, die Russen haben gemeint, sie müssen Königsberg belagern und die Belagerung werden wir jetzt auch direkt auflösen. Und wir haben eine kleine Armee gegen Österreich-Ungarn aufgebaut, während Österreich-Ungarn gerade eben Böhmen bedroht. Naja, ich würde sagen, wir brechen damit einfach aus. Das ist in jeder Hinsicht sinnvoller. So. Die haben jetzt natürlich sehr viel Artillerie und Machine Gun Bunker. Okay. 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 Wie seid ihr so coole Einheiten und ich nicht? Wahrscheinlich, weil ich mit der Forschung ein bisschen, naja, getrödelt habe. Egal. Wir können ja vielleicht immer, wenn wir irgendeinen Feind so fast besiegt haben, also zum Beispiel Frankreich. Ja, wobei, wenn wir alle Armeen von ihnen besiegt haben, kann man eigentlich auch gleich das ganze Land einnehmen. Aber sonst hätte ich gesagt, dass wir sozusagen als Kapitulationsbedingungen alle Technologien wollen. Aber mir ist gerade eben eingefallen, dass wir Total War spielen und da die Kampagne, die Nation nie aufgeben. Außer man hat alle ihre Armeen besiegt, belagert mit 3 Fullstacks ihre letzte Stadt. Nein, wobei, selbst dann wollen sie nicht kapitulieren, weil man hat ja ihre Hauptstadt erobert und die wollen sie erst wieder haben, bevor sie aufgeben. Naja. Wir sollten eigentlich auch Verstärkung bekommen später. So, ich stelle mir jetzt hier auf ein offenes Gebiet. Nicht, dass sie wieder so schön in den Berg reinschießen, was uns da gar nichts bringt. Wunderbar. Wir sind die Angreifer. So, und ich würde sagen, wir machen das einfach so. Wir nehmen die in der Mitte. Der Plan ist standen. Die Feinde an der Flanke sozusagen zu umgehen, also ihre ganze Armee einfach, ja, um zu umgehen einfach. So. Das macht eine Flanke und die anderen bilden demnach natürlich die andere. So. Ah, verdammt. Okay, Scheiß, egal, wir müssen das Gefecht jetzt starten. So. Und hier einmal. So. Ah, eher so. Ach komm. Muss mit dem Aufstand eigentlich immer so kompliziert sein? Naja, auf jeden Fall. Artillerie. Do you sing, wie manche sagen würden. Ganz wichtig, das TH. So wie es der Deutsche eben ausspricht. Sing. Das ist echt schlimm. Wenn meine Eltern irgendwie Englisch reden müssen. Also ich meine, ich habe es ja schon manchmal nicht so drauf im Englisch. Aber dann meine Mutter oder so. Die war so. Ja, okay, die reden jetzt nicht so viel Schwäbisch, aber man merkt sie trotzdem an. Das ist lustig, sage ich euch. Okay, die könnten sich jetzt echt langsam sicher mal in Position bringen. Würde nämlich gern das bis auf die Artillerie kopieren. Ich würde nämlich langsam aber sicher gern vorrücken. So. Anfang noch recht langsam. Aber doch kontinuierlich. Weil ich sagen muss, die Artillerie richtet gut Schaden an. So. Ja, die Artillerie hält es echt nicht lang durch. Also ich muss dazu sagen, unsere Artillerie ist natürlich inzwischen unglaublich stark. Durch die Erfahrung trifft die halt auch gut was. Deswegen sollten wir die auch echt nicht verlieren. Ich glaube, wenn wir hier draufhalten, das ist allgemein gut. Dann treffen wir auch immer noch hier die Kolonne an Infanterie, die noch herrückt. So, dort einmal einen Schuss abgegeben, aber ich glaube, es war auch einer seiner letzten. 10 Mann hat er schon verloren. 2 Kanonen. Ich würde sagen, die letzten paar Meter sprinten wir noch kurz, beziehungsweise nee, da halten wir hier die Armeen an. Und sagen, alles was hier ist, einmal neu positioniert, weil der Feind anscheinend seine Armee sehr
kolonnenförmig eher hier gebildet hat. So. Okay, da haben wir... Ja, okay, die Feinde haben halt genauso angeschlagene Armeen wie wir. Also im Endeffekt gleicht sich das ganz gut aus. Ich glaube... Wir sollten es aber vielleicht doch nicht so ganz mit der... Ups. Doch nicht ganz so aufstellen. Vielleicht eher so ein bisschen weiter nach hinten, weil der Feind hat da anscheinend doch mehr als erwartet. Ich hoffe, dass die Flanke hier hält. Ich glaube auch jetzt ist langsam sicher Zeit, mit der Artillerie auf die Einheiten zu schießen, weil ich glaube, hier wird es wesentlich effizienter sein. Da hinten auf die Artillerie, die so oder so mehr oder weniger unschädlich ist. Größtenteils. Hat halt noch ein Lightfoot Infantry mit ziemlich viel Erfahrung, aber die ist gleich tot, also ganz tot. Einheiten hier sind trotz kurzem Sprint noch sehr aktiv. So, das Feuer darf auch eher hier jetzt drauf fokussiert werden. Die Einheit hier, leichte Infanterie. Wichtig ist natürlich, dass die Einheiten hier zur Unterstützung kommen. Wir sind aus irgendeinem Grund in keiner lockeren Position. Da die Flanke hier ziemlich schwach ist, sollten die da so schnell wie möglich ihm mithelfen. Da ist schon eine feindliche Einheit, die schießen wir jetzt noch schnell kaputt. Mit ein paar mehr Männer muss man einfach mal zugeben. Allerdings die Einheiten hier so stark an der Flanke. Die kann man schon so langsam sicher in meine bekannte Umrundungsposition bringen, wie ich sie gern hab. Und hier Artillerie rein ist einfach nur toll. Okay, die schießen jetzt hier drauf, das ist ein bisschen schade. Ach doch, da haben sie getroffen, sehr schön. Und da auch. Wunderbar. Und niemand kann mir sagen, dass einer von denen danach nochmal aufsteht. Die nicht mehr lang mit, das ist sicher. Marschieren wir jetzt los. Warum? Wir haben ja einfach nur bewaffnete Bürger und die sind im Fernkampf, treffen die halt nicht viel, und wenn man näher rangeht, klar treffen die Gegner auch besser, aber wir treffen halt auch viel besser. Deswegen ist es einfach sinnvoller, ist, mit schlechteren Einheiten so nah wie möglich einfach ranzugehen. Dazu müssen wir ja kontinuierlich vorrücken, wir müssen ja die feindliche Artillerie irgendwann mal ausschalten. So, und hier sind wir auch noch nicht in dem Bereich, wo uns unsere eigene Artillerie gefährlich werden könnte. So, dazu sagen, im Nahkampf sind wir dann natürlich wieder ganz schlecht. Den sollten wir eigentlich eher verhindern. Autsch. Die ganze Artillerie wird doch uns selber gefährlich. In dem Fall hören wir dann auf, für uns zu feuern. Okay, die sollen da jetzt noch ein paar Sekunden stehen bleiben, dann verlieren die brutal viele Männer. Ah, die Artillerie, die tut jetzt nicht gut. Ich weiß nicht, wie dieser Feind sich fühlt. Er hat keine Munition mehr. Achso, die armen Citizen, gell? Die haben relativ schnell keine Munition mehr. Darf dann hier einmal den in die Flanke fallen. So, und ihr dürft euch mal um die feindliche Artillerie kümmern. Während ihr das mehr oder weniger selbe tut. Du kümmerst dich um den Kamerad da oben und ihr macht einmal den hier zur Unterstützung. Ach komm, der darf die Artillerie stürmen. Die eigene Artillerie darf dann bitte mal aufhören mit Feuern, die hat ihren Zweck erfüllt. Also da wächst nichts mehr, wo die hingeschossen haben. Der feindliche General wird jetzt wahrscheinlich auch, sobald die Einheiten hier stehen, komplett zerschossen. Bis auf den letzten Mann höchstwahrscheinlich sogar.
Und warum auch immer ihr General nicht ihr General ist, sondern hier diese Artillerie. Aber auf jeden Fall wird die jetzt auch gecharged. Wieso chargen wir? Weil jetzt langsam sicher wieder unsere eigenen Männer ins Spiel kommen. Und wir wollen ja, wie erwähnt, den Eigenbeschuss so niedrig wie möglich halten. Zum Beispiel hier, das ist ganz schlecht. Da schießt man wieder massiv unsere eigenen Leute zusammen. So. Beziehungsweise hier haben wir Armed Veteran. Ich meine, wenn die sterben, ist nicht so schlimm. Ach, beziehungsweise ihr dürft noch einmal hier drauf feuern. Treffen wir vielleicht ein bisschen was von eigenen Männern, ist aber nicht so schlimm. Ja, ihr dürft auch noch zusätzlich hier drauf feuern. Ich glaube, die fliehen jetzt endgültig. Wo ist schon unser General? Ach verdammt, das ist zu spät. Aber wir konnten noch ein paar töten. Gar mehr als erwartet, viel mehr. Sehr schön. Aber sicher wird die Reichweite ein bisschen knapp. Aber das war's. Okay, wir hatten jetzt vielleicht doch ein paar Verluste. Aber ich meine, nichts, was man nicht verkraften könnte. Solange die Briten und die Russen nicht gemeinsam angreifen, ist alles kein Problem. Und wenn wir immer mal wieder den einen besiegen und dann den anderen, ist das nicht schlimm. End Battle, Close Victory. Naja, so close war der jetzt nicht. War schon recht eindeutig. Wichtig ist auch, dass die Artillerie nichts abbekommt. Die brauchen wir nämlich noch. Die ist essentiell für meine gesamten Strategien irgendwie. Ja, hat auf jeden Fall mehr verloren als wir. Das ist sicher. So. Die 38 Verluste, da können wir jetzt mehr oder weniger drauf scheißen. So. Hier schon wieder eine stärkere Armee. Russisch mal wieder vernichtend geschlagen. So wie irgendwie immer. Der Russe hat auch noch nichts erreicht in der Kampagne, außer mich zu nerven. Das war klar, dass die jetzt Böhmen belagern werden. Ah, da kommen die Franzosen schon wieder. Mal wieder ein Gefecht gegen die Franzosen. Langsam sicher sollten denen echt aber ihre Armeen ausgehen. Ja, die Belagerung, die kostet Nerven. Naja, wir sind Verteidiger. Das bedeutet, wir können die schön mit Artillerie niederschießen. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie viel Verstärkung die bekommen, aber rein theoretisch haben wir denen ihre ganzen Armed Citizens eigentlich schon zerschossen. Also so viel Citizens kann die Stadt gar nicht mehr haben. So viel, wie die schon im Gefecht verloren haben. Wahrscheinlich, also ich fand es bei Medieval so toll, wenn ihr da einen Spion rekrutiert habt, dann hat tatsächlich die Bevölkerung eins abgenommen. Okay. So, erstmal die Artillerie in Position bringen. Hier beeile ich mich jetzt ein bisschen, weil ich will eigentlich noch ein bisschen mehr erreichen, wie den einen Part, wie das eine Gefecht hier. Ja, komm, das passt. Ist jetzt ein bisschen unformig, förmig, aber okay. So. Licht und ergreifend. So. Einfach nur, dass der Feind nicht durchkommt. Rechts ein Jäger, links ein Jäger. Passt. Ach verdammt. Sagt er links ein Jäger und rechts, nicht bloß links. So, mein General, den stelle ich irgendwo hier hin, da wo es safe ist. Und los geht's. So. Und die dasselbe. Mal hier rüber bitte. Danke. Artillerie, ihr seid Gruppierung 1. Euch bitte ich bitte, diese Artillerie auszuschalten. Vielen Dank. Sehr schön. Direkt in der ersten Salve schon gut was getroffen. Naja, ich meine, der Franzose weiß ja, auf was er sich einlässt. Ich meine, so müssen sich die Generäle wahrscheinlich im Ersten Weltkrieg auch gefühlt haben. Ich meine, da wurde ja im Endeffekt alles rekrutiert. Die Einheiten, die man gebraucht hat, die waren ja nicht wirklich... Eigentlich hat man ja jedem Gewehr in die Hand drücken können. Und ja, ich meine, so aus dem Schützengraben, im Endeffekt, die Gefechte wurden immer auf 50 Meter ausgetragen. Da trifft halt jeder. Bedeutet, im Endeffekt, man konnte ja alles rekrutieren. Später wurden ja auch 14-, 15-Jährige rekrutiert. Ja, die Generäle haben sich wahrscheinlich auch gedacht, jetzt ist langsam sicher, kann es nicht mehr sein. Ich habe schon die halbe französische Bevölkerung getötet, dann kommen immer noch Soldaten. Ich meine, es sind ja Menschen gestorben ohne Ende im Ersten Weltkrieg. Aber es ging halt nur nicht voran.
Ich würde die feindliche Armee mal wieder platt. Wahrscheinlich würdest du so ein Gefecht, wo wir dann später am Ende vorrücken können. Naja. Drücken jetzt einzelne Einheiten vor. Das machen die aber auch nicht lang. Hier sind auf dem Berg. Das ist natürlich ein Vorteil, aber naja. Ist irgendwie glückt, wenn man hier jemanden erwischt. Also Artillerie gegen Artillerie ist allgemein eher uneffizient. Aber ich meine, ich muss schon wieder niesen, es ist schrecklich. Ich meine, die hier sterben so oder so, also meistens sogar ohne Verluste unsererseits, also gut wie ohne. So, wenn man halt die feindliche Artillerie ausgeschaltet hat, dann kann man sich halt echt gemütliches Leben machen. So. Schon wieder sehr viele tote Franzosen, die nichts erreicht haben. Und das mit der erweiterten Sicht, das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Die werden so ins Kreuzfeuer genommen, das ist so schlimm. Okay, ich wollte ja ab und zu öfters mal die Armeen zeigen. Oh ja. Das ist schön. Vor allem in ihrem schönen Blau, das auch kaum auffällt in Gefechten. Ach, es ist schön. Solche Momentaufnahmen, die genieße ich einfach. Ach, sind nur noch 8 Mann. Okay, ich habe mich schon gewundert, warum ich keinen Lebenden mehr gefunden habe. Das können wir vielleicht noch einen General töten. Da an der Flanke sollen noch welche kommen. Noch eine Linie ein bisschen breiter als ich. So, mal schauen, ob die Artillerie hier noch halbwegs was trifft. Okay, irgendwie nicht. Aber wahrscheinlich ist es noch die alte Salve, die auf die Artillerie hier ging. Okay. Meistens, wenn der feindliche General nämlich tot ist, fliegen die Feinde auch von alleine. Jetzt, wenn der feindliche General sich so bewegt, ist halt ein bisschen schlecht. Ach, da immer was, auf das man schießen kann. Rifle Kavallerie, wobei die, naja. Ich meine, wie schnell die stirbt, das ist immer wieder erstaunlich. Das will ich jetzt in Zeitlupe haben, bitte. Danke. Und wie einer nach dem anderen umfällt. Ist es nicht schön? Einer nach dem anderen. Ja, ja. Weit über die Hälfte ist schon tot. Ist ja nicht weniger. Es sterben kontinuierlich Franzosen. Jede Millisekunde sterben welche. Ist das nicht schön? Es sind noch 4 übrig und 0. Alle erfolgreich getötet. Sehr schön, oder? Ha! Hier könnten wir uns dasselbe nochmal angucken. Ich glaube, ihr wisst doch, was ich hinaus will. Los, reicht. Schieß mit der Artillerie da drauf. Hier nochmal dasselbe. In der Mitte können sie mal einen Schuss abgeben, aber naja. Und alle tot. Wobei, nein, nein, doch, alle tot. Am Artillerie bitte hier rauf, das wisst ihr. Nicht auf die Einheiten, die direkt vor meiner Armee stehen. Da schauen wir mal ein bisschen vor. Sehen, was der Feind mir sonst noch so entgegenschickt. Ja, die Artillerie schießt auch einmal schön im Kreis drumherum. Ihr könntet auch mal treffen, das wäre ganz nett. Danke. Sehr schön. Okay, jetzt kommt die feindliche Verstärkung. Das Spiel haben wir ja schon mal gespielt hier. Müssen dann die ganze Zeit wieder fliehen. Wir nehmen einfach die ganze Armee. Und schicken sie irgendwie darüber. Irgendwie. Noch können wir mit der Artillerie da drauf schießen. Weil wir könnten die auch vielleicht laufen lassen, dann sind sie vielleicht nicht ganz so erschöpft. Die Artillerie schießen wir hier in das Ex so wie letztes Mal.
töten einfach alles, was hier irgendwie rauskommt. Müssen aufpassen wegen dem General, den lassen wir vielleicht hier irgendwo mal stehen. So, da hinten kommen anscheinend neue Einheiten raus. Sehr schön. Ich meine, die sind noch nicht mal auf dem Schlachtfeld und sind schon, okay, nicht dezimiert, aber kriegen schon gut was ab. Was mir ein bisschen Sorgen macht, hier war irgendwo eine Kavallerieeinheit, die sich da irgendwie versteckt hat. Ich glaube, ich nehme mal sicherheitshalber eine Einheit und stelle die zu meiner Artillerie hintere, dass wenn da eine feindliche Einheit Kavallerie kommt, dass ich da dann, ja, die zu schießen kann. Nicht, dass eine Einheit Kavallerie mir noch meine ganze Artillerie wegschießt. Ist ja ein bisschen schade. Ja, die Jäger halten auch echt alles aus, oder? Wobei, die sind alle hier ziemlich fresh. Achso, wir lassen die auch laufen, nicht rennen. Also, schwäbisch laufen. Laufen nicht im hochdeutschen Rennen, aber ja, das haben wir schon ein paar Mal ausgeführt. Du darfst jetzt auch rennen. Meine damit eigentlich nur, dass du rennen sollst, nicht, dass du irgendwie hier jetzt irgendwelche akrobatischen Einlagen machen sollst. So. Wobei diesmal ist hier das Gelände viel angenehmer für das, was wir vorhaben. Ja, die fliehen halt auch direkt immer. Das bedeutet, ja, kein Wunder haben wir so viele Franzosen, die fliehen halt auch, bevor sie sterben. Das bedeutet, wir müssen ja immer wieder gegen die kämpfen, das ist ja nervig. Naja. Rest der zweiten Armee dürfte ruhig auch mal rennen. Sind wir vielleicht ein bisschen schneller da, dann haben wir das Ganze auch ein bisschen schneller hinter uns. Gut ist, die Artillerie trifft auf gar keinen Fall unsere Männer. Das ist von Vorteil. Der sollte vielleicht auch ein bisschen eher hier rüber und feuerfrei aus. Sonst, ja, könnte es unter Umständen hier vielleicht ein bisschen unangenehm werden. So. Ihr dürft alle mal feuerfrei ausmachen und euch hier oben hinbewegen. Auf jeden Fall der Fälle, dass da irgendwas irgendwie durchkommen sollte, wie auch immer. Dass das schaffen will. Komm, eine Einheit kann man da noch dazu tun. So, dann kommen wir hier so ganz wunderbare Armee bilden. So. Das macht Spaß, so. So besiegt man gern Franzosen. Und Artilleriefeuer mit so einem schönen Viereck, wo einfach alles sofort in Sperrfeuer genommen wird, sobald es in Reichweite ist. Dann guckt euch das an, der ist in Reichweite und in der Regel eine Sekunde später tot. Ja, das Gute ist jetzt auch, dass wir halt so viel Damage machen, dass obwohl die dann instant fliehen, dass wir doch noch sehr viele töten. So. Ich meine, das muss für die Franzosen doch auch schlimm sein, weil jetzt in dem Moment können sie ja noch nicht fliehen. Und das, obwohl sie unter Artilleriefeuer sind, dem Deutschen gegenüberstehen. Das widerspricht dem Franzosen, beziehungsweise das widerspricht der französischen Natur einfach. Nach vorne zu gehen, bei Artilleriebeschuss mit einem Deutschen, das ist unvorstellbar. Davon träumen die nachts manchmal, wachen dann kreischend wie kleine Mädchen auf. Naja. Ich sollte echt mal meine antifranzösische Haltung überdenken. Das ist, nimmt langsam Maße an, die, naja, vielleicht etwas ins Extreme neigen. Und tschüss. Kommen da noch irgendwelche oder war es das jetzt? Kommen die oder gehen die? Ups. Kommen da jetzt die Einheiten, die ich schon mal besiegt habe oder wie? Ach, kommt. Langsam aber sicher wird es echt lächerlich.
Da hinten ist ein Baum oder eine Stadt? Naja. So. Tschüss, Arm Citizen. Was kommt denn hier nochmal, Arm Citizen? Ich glaube, das können wir jetzt eine Weile machen. Wie erwähnt, ich muss mir echt mal ein Buch zulegen, das ich dann so nebenher vorlesen kann. Ihr könnt mir mal Vorschläge machen, was ich dann nebenher so machen kann. Ich kann natürlich allgemein etwas über den Ersten Weltkrieg erzählen. Oder über mich oder über YouTube. Ach, Klaus Victory, sehr schön. Wobei, was daran wieder Klaus war, ist fraglich, aber naja. So. Nein, wir beherrschen nicht nur die Meere, meine Freunde. Wir beherrschen so einiges. Ach, die Russen schon wieder, weißt du? Das sind so... Die ist schon längst ausgelöscht, wenn der Brite da nicht hocken würde. Naja. Ich sagen, holen wir uns hier jetzt erstmal den General de Deluxe. Paul von Hindenburg. München muss man halt wieder die Steuern aufheben. Und dafür haben wir hier einen Fullstack, den wir hier die Österreicher angreifen können. Okay, aber dann würde ich sagen, dass wir dann hier abspeichern, weil sonst wird der Part, glaube ich, viel zu lange gehen. Und die sagen, dann geht es mit der ersten halbwegs größeren Offensive gegen die Franz, beziehungsweise gegen die Österreich-Ungarn los. Das hier ist dann LP-Ende Part 13. Und ja, wir werden dann bei den Österreichern einfach einmal durchgehen, aufräumen und dann denen ihr Land mit dieser Armee hier einfach einnehmen. Ja, in der Zeit werden wir natürlich nochmal eine Armee ausheben. Ich meine, solange wir es machen können, machen wir es auch. Die nächste Armee wird dann auch Richtung Aschen vorrücken, genauso wie die. Dann werden wir in Österreich, Ungarn und in Russland plätten, weil langsam und sicher geht mir Österreich echt auf die Eier. Die werden jetzt mich ausgeschalten. Die Franzosen dort können mir auch nichts mehr anrichten. Da oben müssen wir echt mal gucken. Es kann sein, dass wir jetzt auch Prag verlieren, aber ist nicht so schlimm. Straßburg hatten wir auch mal für eine Runde nicht. Ja, müssen wir mal schauen, dass wir oben den Briten loswerden. Aber ja, an sich können wir dann jetzt langsam aber sicher in allen Fronten mit der Offensive beginnen. Wobei, wie erwähnt, im Osten da oben, ja, dauert vielleicht noch 5-6 Ründchen. Dann haben wir da eine Armee nach da oben geschickt und dann sollte das alles reibungslos funktionieren. Okay, dann würde ich sagen, das war's dann auch mit dem Part. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Es geht spannend weiter. Und ja, dann war's das soweit von mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.